Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Empyrean. In der letzten Folge haben wir ein neues Pokémon bekommen, mit dem wir wohl eines Tages fusionieren können. Das ist das hier. Ich habe es vom Level ein bisschen hochgezogen. Nur minimal von Level 10 auf Level 70. Schon okay, schon okay. Wir sind jetzt startbereit, hoffentlich. Ja, okay. Oh. Okay. Und heute gehen wir los Richtung Inseln. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich will gucken, was der alte Mann da hinten macht. Mit seinem Fukano. Hi! Okay. Aha. Gibst du mir auch irgendwas für den Monolog? Aha. Okay, anscheinend nein. Na gut. Kann ich denn damit übersetzen oder muss ich von allein fahren? Okay. Ah, damit komme ich nur in die andere Region. Kann ich wirklich in die andere Region noch? Ah, wir surfen jetzt erstmal zu den Inseln. Aha. Ich habe natürlich das Pflanzen-Pokémon nach vorne gesetzt. Da ich mir dachte, Wasserroute. Joa, das passt. Was haben wir denn hier? Kein Durchkommen jedenfalls. Vielleicht gibt es ja coole Wasser-Pokémon, außer Seemon. Der Rest des Teams ist jetzt übrigens auch Level 80. Beim Hochleveln haben wir das so gemacht. Oh, wie komme ich denn da hin? Da ist ein Item und das möchte ich eigentlich ganz gern. Aber... Oh, nee. Okay. Warum ist das so eine blöde Schnelle? Kommen danach noch mehr von den Dingern? Da habe ich ja richtig Lust drauf. So. Von hier aus sollte das doch funktionieren. Ja, Goldini. Hi. Ja, ja, ihr Team wird mich jetzt zerstören. Ihr habt's gehört. Oh, es ist Landturn. Ich werde niemals den Landturn-Top-4-Typ vergessen, der versucht hat, mich umzubringen. Das war so eine Erfahrung. Danach ist das Pokémon, um das es geht, sehr negativ belastet. Kennt ihr das, wenn ihr so Nuzlocke spielt und Pokémon, wo ihr vorher neutral wart, hasst ihr plötzlich wegen Vorfällen oder ihr findet sie plötzlich richtig cool und mögt sie total. Wir hätten auf der einen Seite Landturn und auf der anderen Seite Kamerupt. Ihr könnt euch überlegen, wer zu welcher Kategorie gehört. Ganz schwierig, ganz schwierig. So, was hat sie noch? Ein Octillery. Ich würde sagen, wir schlagen uns hier den Weg frei, ne? Oh. Schön. Schöne Pokémon hast du. Ganz tolle Pokémon. Ganz super. Herzlichen Glückwunsch. Ich wäre stolz, wenn ich so krasse Pokémon hätte wie du. Wow. Hoffentlich hat sich das gelohnt. Hat sich nicht gelohnt. Wow, es ist ein Eisen. Es lag auf diesem Plateau und ich dachte, oh, bestimmt ein krasses Item. Aber es war Eisen. Toll. 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 Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Aha. Was haben wir hier? Hier sind überall Plattformen. Hi. Wer hat das gebaut? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich dachte, oh, guck mal. Hier sind Sumpix. Ah, für Attacken e.V. Okay. Interessant, interessant. Hi, ich vermute, du heilst mich. Dankeschön, das ist nett. Das ist sehr nett. Aha, ja, du kannst deine Pokémon, okay. Für DV-Werte und sowas, ach ja. Aber ich finde das sehr cool, dass sie das machen. Da können sich echt die Hauptspiele eine Scheibe von abschneiden. Dieses... Dass sie hier einen so beim Züchten, beim DV-Training, dass es da so Vereinfachungen gibt, das ist schon sehr nett. Muss ich sagen. Ist er jetzt wirklich. Hat er jetzt wirklich Taucher eingesetzt? Ist das sein Ernst? Magische Blätter. Freundchen. Das kommt davon. Was ist denn Burn Up? Ah,
Ich glaube, wir machen das einfach nicht. Oh, Fischi. Fischi. Auf Wiedersehen, Fischi. Dass Pflanze effektiv gegen Wasser ist. Warum? Weil Pflanzen Wasser durch die Wurzeln ziehen und es damit verschwinden lassen? Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber irgendwas in die Richtung muss es ja sein. Hör auf, mein Pokémon zu lecken. Das ist ja eklig. Ich hoffe, der Beulenhelm hat genug wehgetan, dass du es nicht nochmal machst. Hat er auch. Toll, Verbrennung ist nicht besser. Leck es lieber. Bitte leck es wieder. Bist du nicht Eis? Oh. Es ist jetzt sowieso gleich down. Dann gibt es einen Beleber für das arme kleine Megani und dann geht's weiter, würde ich sagen. Oder wir setzen einfach Mahomai nach vorne. Fantastisch. Jetzt kommt das Pokémon, wo ich Megani für gebraucht hätte. Oh, fantastisch. Das ist gemein. Kannst du doch nicht jetzt einsetzen. Das ist nicht okay. Dass hier die normalen Trainer auch Mega-Entwicklung haben. Fies von denen. Wir schwimmen einfach nach unten, würde ich sagen. Das passt schon. Vermute ich mal. Hier geht's nicht durch. Was steht die hier so auffällig? Das sieht verdächtig aus. Seper, nein. Aha. Der Trainerturm. Alles klar. Ein Relikant. Heil mich mal bitte wieder auf. Vielen Dank. Oh ja, müde machen. Fantastisch. Müde machen ist toll. Ganz, ganz toll. Nicht einschlafen. Nein. Wir wechseln nicht und hoffen, es wacht einfach schnell wieder auf. Bitte. Oh je. Komm schon. Es ist tatsächlich schnell aufgewacht. Ein feines Pokémon. Deswegen ist es das mit dem höchsten Level, weil es ein feines Pokémon ist. Wer hätte gedacht, dass es so lange im Team ist? Ich nicht. Normalerweise ist Mahomai ja nicht so meins, aber diese Umura-Form mit dem Elektro, die hat sich bewiesen, muss ich sagen. Die macht das sehr gut. Ein feines Pokémon ist es, ein sehr feines Pokémon. Wie viele Pokémon hast du noch, Gyarados? Ah, Mega Gyarados! Cool! Warum habt ihr alle Mega-Entwicklung? Überstrahl. Das hat gar keinen Schaden gemacht. Oh. Dachtest du, ich mach Mega und dann Hyperstrahl und dann ist alles platt? Aber nein. Und ich habe das Tornupto inzwischen auch schon fast auf das Level von den anderen gebracht, wie ihr sehen könnt. Das ist schon Level 77. Fehlt also nicht mehr viel. Wo muss ich eigentlich hin? Ich schwimme einfach immer weiter nach Süden. Diese Route ist so elendig lang. Konfusstrahl. Klasse. Ja, selbst geschlagen. Schon wieder. Du bist das sinnvollste Pokémon aller Zeiten. Wow. Ich glaube es ja nicht. Du hast den Gegner getroffen. Wer hätte das erwartet? Er ist nicht mehr verwirrt. Das wird kein One-Hit. Okay. Okay, ich bin überrascht. Es ist doch ein One-Hit. Okay, alles klar. Der nächste. Vielleicht sollte ich mal zwischendurch Pokémon heilen? Ach, hey je. Oh, schön. Ein cooles Pokémon. Mag ich gern. In Blau mag ich es lieber, aber ist auch okay in Rosa. Muss auch mal Megani wieder beleben. Gegen diese ganze Sumpex-Invasion hier auf der Route hätte ich das gut gebraucht. Ah, 4 KP! Ist okay. Mahomai ist okay, oder? Easy. Hast du Easy weggesteckt? Ein großer Fisch. Ah. Weg mit dem Fisch. Okay. Krass. Wir heilen dann mal eben. Ich habe keine Lust, zurück zum Pokémon Center zu gehen. Beziehungsweise zu der Schwester Joy da oben. Weil das sind wir inzwischen ein ganzes Stück weit. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte nicht das noch lebende Pokémon wiederbeleben.
Sinnvollerweise war das tatsächlich nicht mein Plan. So. Weil ich würde gerne ein anderes Pokémon trainieren und nicht das, was sowieso schon den höchsten Level hier hat im Team. Guck mal, Tornupto hat gut aufgeholt, oder? Oh, was ist da hinten? Das sieht aus, als wäre da was Geheimes. Was ist das? Nichts. Wie komme ich denn da hin? Ach, hier. Gut. Das ist das Beste, wenn man Surfer einsetzt, wenn man dann aus Versehen auf so ein Mini-Stückchen Land kommt und direkt wieder den Surfer neu einsetzen muss. Das macht immer am meisten Spaß. Ich glaube, ihr könnt das alle nachvollziehen, oder? Jeder, der Pokémon schon mal gespielt hat, kann dieses Gefühl nachvollziehen, wie viel Spaß das macht. Solarstrahl mitten im Meer. Sinnvoll. Okay, wir schauen mal auf der Karte nach, wo ich gerade bin. Auf der Karte. Oh, nach rechts muss ich. Okay. Okay, wir sind zu weit nach Süden geschwommen. Alles klar. Ja, Goldini, nein, danke. Mist. Na gut. Dann versuchen wir mal von hier weiter nach... Toll. Weiter nach rechts zu kommen. Komme ich von hier? Nein. Doch. Hier komme ich über die Insel rübergelaufen. Och, ist das fies. Oh, hi. Wie funktioniert so ein Kampf eigentlich, wenn man schwimmt? Das scheint mir irgendwie ungeschickt zu sein. Wie viele sind dabei wohl schon ertrunken? Wahrscheinlich einige. Würde ich mir so... Könnte ich mir so vorstellen. Level 79. Und ein Wylord. Ah, hi. Ein Erbal. Und er trifft natürlich mit der Hydropumpe. Hat aber gar keinen Schaden gemacht. Tut mir leid. Tut mir leid. Oh. Ja, wir machen uns also gegenseitig keinen Schaden. Das ist sehr gut. Oh, nee. Heilen. Nein, nein. Tschüss. Hat er sich mit dem Beulenhelm selbst besiegt? Finde ich sympathisch. Kann man mal machen. Ja, diese Steine. Also von hier komme ich. Hier war ich schon mal. Wie hat er mich denn noch entdeckt? Das ist illegal. Oh, cool. Ein Turtok. Haben wir noch gar nicht gesehen. Wir haben massenweise Glurak gesehen, aber noch kein Turtok. Und auch kein Bisaflor, oder? Nee, ich glaube nicht. Na gut. Weiter geht's. Vielleicht ist das hier, das ist auch nicht richtig. Okay. Ich habe gar keine Ahnung. Hilfe! Wo bin ich falsch abgebogen? Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Okay. Ich kann leider in keinen reinwechseln. Tut mir leid. Autsch. U-Turn. Das ist ja nett. Oh, er hat sich selbst besiegt. Sehr sympathisch. Baskulin. Barschuf. Mit dir habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. So, Leute, wir irren hier übers Meer. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Läuft so semi-optimal, würde ich mal sagen. Robustheit. Das war auch semi-optimal. Guck mal, wer Level 81 ist. Das ging jetzt schneller als erwartet. So. Slow King. Slow King. Okay. Da haben wir doch was. Hi. Oh, es konnte sich nicht bewegen. Das ist ja traurig. Tschüss. Irgendjemand muss mir sagen, wo es weitergeht. Kann ich hier einfach rechts lang? Oh, ich weiß es nicht. Das ist so verwirrend hier, ehrlich. Seeper. Das Problem ist, wenn ich jetzt einen Schutz einsetze, läuft der ja nach 5 Sekunden wieder aus. Hier geht's weiter. Oh, ich glaube, ich bin richtig. Die Musik der Route hat sich verändert. Was ist das? Ich bin nicht richtig.
Ich bin nicht richtig. Aha. Aha. Gut. Ich bin nicht richtig. Ich dachte, ich wäre richtig, aber nein. Ich habe aber den Turm gefunden. Aber ich glaube, der ist jetzt noch nicht richtig. Ich glaube, da muss ich... Das ist wahrscheinlich erst was für später. Für, wenn man die Liga und so besiegt hat. Okay, da komme ich nicht mehr hoch. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dahin muss. Gegen die habe ich schon gekämpft. Klasse. Hier komme ich durch. Portaway Stop. Okay, ich habe noch nie eine derart verwirrende Wasserroute gesehen. Und ich habe die Höhenregion gespielt. Und die war schon verwirrend. Ich weiß es gerade echt nicht, ne? Hilfe. Ich glaube, da muss ich gleich mal off-screen ein bisschen nachgucken. Ah, hier war ich noch nicht. Okay, hier ist ein Kind. Ein Kind, das kämpfen will. Na, klasse. Da kommt schon wieder das blöde Pflanzending, das sich aber durch den Beulenhelm so viel Schaden macht, dass ich es zuhitten kann. Sehr sympathisch. Hi. Ich habe schlechte Neuigkeiten, Warlord. Genau das waren die schlechten Neuigkeiten. Oh. Was? Warum willst du denn jetzt die schlechtere Feenattacke lernen, wo du schon so lange Mondgewalt kannst? Habe ich ihm die Mondgewalt per TM beigebracht? Ich glaube nicht, oder? Okay, hier ist ein Kind. Hier geht es... Ich bin einfach nur verwirrt. Nee, von hier komme ich. Hier ist Route 109. Okay, irgendjemand muss mir erklären. Karte, erklären wir, wo ich hin muss. Wie komme ich denn da hin? Eigentlich muss ich ganz nach unten und dann nach rechts. Aber das hat nicht funktioniert, weil unten einfach eine Sackgasse war oder habe ich was übersehen? Aha. Leute, wisst ihr was? Wir sehen uns morgen wieder, wenn ich den Weg durch die verwirrendste Wasserroute der Welt gefunden habe. Bis dahin, macht es gut und tschüss.